ist ja bei uns zu Hause, der. Dann lass uns mal schnell reisen. Schicke das Wort Space an die 729. Kommen wir dorthin zum Schnellreisepunkt? Oder eher nicht so? Rechts von uns? Oh. Pfefferreich, ja. Durch Stream bin ich reich, Julia. Weiß doch, wie das funktioniert auf Twitch. Aber ich glaube, das Geld haben wir nicht lange, weil es kommt bestimmt demnächst wieder eine Mission, wo wir irgendwie 15.000 Credits bezahlen müssen, um weiterzukommen. Wartet, kurz zum Lager. Sachen ins Lager räumen. Ich weiß immer noch nicht. Ah. Ich muss die manuell schließen? Was, wenn ich raus... Oh, was liegt hier? Grüße aus des Moins. Was ist das? Springt in den Topf und stellt euch auf den Kopf. Ich lebe noch und ihr seid alle tot. Ein Meisterwerk. Oder wir könnten uns ein Auto kaufen. Nee, können wir nicht. Den könnten wir uns kaufen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das super unangenehm finde mit diesem Flackern hier. Am Rand. Wenn es so einfach geht auf Twitch, warum machst du das nicht hauptberuflich? Ja, weil das jeder kann, Julia. Ich bin ja was Besonderes. Ich bin ja halt wirklich wichtig für die Wirtschaft Deutschlands. Ich mache einfach neben diesem krassen Job hier, wo ich ja reich werde dabei, mache ich einfach noch einen richtigen Job. Ja, ich bin nämlich ein Vorbild. Okay, wir gehen zum Schießstand. Geht das jetzt wieder zu hinter mir? Nein. Richtig, ich muss nur noch kurz die Welt retten. Das ist wirklich so. Also ich habe sonst wirklich auch so viel Freizeit noch, dass ich gerne noch die Welt rette. Hey, wie? Geht gleich los. Wenn du nochmal schiffen musst oder so, mach's jetzt. Nee, geht los. Wie aufmerksam von dir. Die Party kann losgehen. Naja, erstmal musst du dich an der Anlage aufstellen. Also, hopp, hopp. Muss ich mit meiner Muni schießen? Tag. Installation auf eigene Gefahr. Bin nervös, Chat. So, wie viele sind da? Nur sechs? Meine Fresse. Na, was soll's? Die Regeln sind einfach, okay? Ein Ziel taucht auf, ihr schießt drauf.
Ganz egal auf welches. Ballert ruhig auf das von Nachbarn. Der mit den meisten Treffern an den Zielen gewinnt. Ah ja, nur Kleinkalibriges. Wehe, ihr spielt hier den Macker und holt eure Sturmbomben und Raketenschleudern raus, verstanden? Der erste Preis ist eine Pistole. Aber eine echt gute. Absolutes Hammerteil, ich schwöre. Aber genug gelabert. Da wird man ja bekloppt. Bereit? Warte, welche Waffe habe ich gerade? Naja. Ich habe ja ein bisschen Muni. So, Chat. Bin nervös. Ich hätte dann auch 1, 2, 15 anliegen. Könntest du dich darum... Ja, klar. Schick durch. Und ich kümmere mich drum. 3, 2... Hey, hey, was soll der Scheiß? Mann, was willst du mit der doppelläufigen... Oh, nur wer war das? Du. Meine Pistole ist wohl in der anderen Jacke. Und darum benutzt man ein Halfter. Ein Halfter. Und jetzt mach einen Abgang, Mann. Sofort. Hey, entspann dich, Chung. Einfach mal chillaxen. Bin ja schon weg. Chillaxen. Herren von Isol. So ein Scheiß. I'm nervous. Na gut. 3, 2, 1. Warte, die hauen, die kippen ja gar nicht direkt um, wenn man drauf schießt. Aufs Ziel, wie? Schieß aufs Ziel, nicht die Wand. Ist das dein Ernst? Chillax gleich, nicht mehr. Hau sie weg. Was schießen die anderen eigentlich, wenn gerade keine Scheibe unten ist? Halbzeit, wie? Streng dich mal ein bisschen an. Was war das für ein Mist, Lisa? Brille vergessen? Fünfzehn Sekunden! Zieh's durch, wie? Ich bin besser, wenn ich auf Menschen schießen kann. Also im Spiel. Da geht doch nichts über den Geruch von rauchenden Colts. Stopp, Leute! Ende! Wir sind fertig! 30 von 100? Erster Platz, Rudy. Zweiter, wie? Ihr restlichen Schielaugen könnt euch verpissen. Na los, verschwindet. Hey, alles klar? Stimmt irgendwas nicht? Nichts ist okay. Gar nichts. Der Wettbewerb hat nichts gebracht. Hab kein bisschen verkauft. Dann solltest du deine Kunden vielleicht nicht als Schielaugen bezeichnen. Vielleicht, aber... Shit! Ein Schießeisen muss man respektieren. Wer nicht schießen kann, soll's lassen. Mach's gut, wie. Man sieht sich. Aber mal, no joke. Wie hätte ich denn hier 100 Ziele treffen sollen? Habe ich irgendwelche Ziele nicht gesehen? Ja, Zusatz war wichtig, ja. Das dachte ich mir auch, nachdem ich den Satz ausgesprochen hatte. Installation auf eigene Gefahr. Na gut. Keine Waffe für uns. Lass mal dein Angebot sehen. Nichts lieber als das. $22.500 Eddies für eine Waffe. Nun. Keine Ahnung, klingt echt komisch. Die kamen so... Ja, ich weiß nicht, wo ich hätte hinschießen sollen. 100? Oder das war auch so geskriptet und man konnte das nicht gewinnen? Keine Ahnung. Wir treffen uns nicht mit Takemura. Takemura wäre die nächste Main... Also wir haben jetzt... Die Main Quest mit Judy quasi. Die mit Panam und die mit Takemura.
wohl ein Fahrzeug aus der Garage? Wir haben ein Fahrzeug? Oh, ruf Mama Wells an. Das machen wir jetzt. Wie? Du hast dich lange nicht gemeldet. Entschuldigung. Nein, Jack ist tot. Ich wollte ja anrufen, Mama Wells, aber du weißt ja, wie es ist. Verstehe. Du hattest Wichtigeres im Kopf. Mi vida, was ist denn los? Ich wollte nur erklären, warum ich... Du weißt schon. Schon okay. Das musst du. Ich weiß, wie es ist. Ich war bei Jackie, als er... Wie? Hör zu. Mein Sohn hat diesen Weg gewählt. Er kannte die Risiken. Hätte er gerettet werden können, hättest du es getan. Das weiß ich. Ich nehme an, du machst immer noch dasselbe. Wie vorher. Versprich mir, dass du da draußen auf dich aufpasst, ja? Weil er dich beschützen. Ja. Cool, Mission abgeschlossen. Was haben wir eigentlich hier schon wieder für Nachrichten? Regina. Ich habe von einer eindeutigen Cyberpsycho-Attacke gehört. Sogar MaxTech wurde informiert, aber keiner ist aufgetaucht, weil Militech sich querstellt. Psycho gehört wahrscheinlich zu ihnen. Ich wette, es ist Lieutenant Moore. Aber egal, sie müssen sofort in Behandlung. Also sorgt dafür, dass sie das Ganze überlebt. Warum habe ich sie jetzt eigentlich angerufen? Ivy, denk dran. Die Medien lügen. Wollte sie nicht anrufen. Ja, der hat wieder ein cooles Auto. Ich weiß, aber... hab kein Geld. Robert Wilson. Hey, wie? Tust du mir einen Gefallen? Ich will einen Ausverkauf veranstalten. Ach, der. Was den Sale angeht, der Laden ist bis Ende des Wettbewerbs geschlossen. Macht mich auch nicht gerade glücklich, aber ich habe bloß zwei Hände. Also komm mal am Schießstand vorbei und... Hä? Da war er doch. Ich verstehe es nicht. Wir wollten uns aber nicht mit Takemura treffen. Wir holen jetzt ein Auto aus der Garage. Was auch immer wir für ein Auto in der Garage haben. Wo ist die Garage? Willkommen bei den N54 News aus aller Welt. Ich bin Gillian Jordan. Wissenschaftler von Biodyne Systems haben... Ich würde sagen, hier ist die Garage. Ich habe einen Auto-Chat. Johnny, hast du das auch gerade gesehen? Hier stimmt was nicht. Was du nicht sagst. Ich meine nicht das Autowrack, sondern die Fahrerflucht. Der höflichste Chauffeur der Stadt fährt nach einem Unfall einfach weg. Wir verfolgen ihn. Nicht. Johnny, jetzt sag doch was. Jetzt bist du wieder weg. Wir bitten vielmals um Entschuldigung für den Verkehrsvorfall Nummer...
Die Delamain Corporation möchte Sie herzlich in ihr Hauptquartier einladen, um den Schaden zu beurteilen und eine entsprechende Entschädigung zu arrangieren. Ja, aber nicht mit dem Auto, oder? Warum ist hier eine Gasflasche hinten drin? Sollte hier vielleicht eventuell noch Schlimmeres passieren? Also ich hatte dann, glaube ich, doch kein Auto. Das lenkt sich auch blöd. Das ist sowieso mit. Der Auspuff, das ist nicht gesund. Schon mal langsamer werden. Bremsen ist nicht so einfach mit Motorrad. Ich hab gehört, du bist zu Hause. Schon? Wer bist du denn? Du bist echt immer auf dem Laufenden. Immer. Wenn du was brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Ja, oder, Julia? Habe ich geübt, den Motorrad zu fahren? Nichts passiert. Entschuldigung, sie haben mein Auto kaputt gemacht. Ich will den zweiten Datencrash verpassen, hörst du? Die Firma ist Geschichte. Würden Sie mir bitte die Kontaktdaten Ihres Anwalts mitteilen? Fick dich, Elektrohirn! Danke. Ihre Eingabe wird bearbeitet. Bitte warten. Hey, Dell. Guten Tag, werter Kunde oder Kundin. Womit kann ich dienen? Was ist los, Dell? Erkennst du mich nicht? Du hast mir eine Nachricht geschickt und gesagt, wir müssen über den Unfall reden. Sie sprechen mit einem Unterprogramm des Delamain Networks. Leider verfüge ich nur über eingeschränkte Funktionen. Bitte geben Sie die Bearbeitungsnummer Ihres Schadensberichts an. Du musst keine Zahlen, sonst finden Sie dich. 77-11-010-96. Schadensbericht liegt vor. Bestätigt. 96 am Ende. Das steht für einen Staatsfeind, ein Regierungsziel. Ihre Identität wurde bestätigt. Mrs. Elaine Paddles, wie würden Sie Ihre Erfahrung mit Zwischenfallnummer 77-11-110-96 beschreiben? Geiler Unfall, krieg mich gar nicht mehr ein. Und jetzt hol den echten Delamain. Wie? Verzeihung, wenn der Rezeptionist Ihnen Umstände bereitet hat. Ich kann aufgrund einer aktuellen Krise leider nicht alles selbst beaufsichtigen. Ich habe mir erlaubt, Ihnen eine entsprechende Ausgleichszahlung für den entstandenen Schaden zu überweisen. Sonderbar Handlung.
Könnten wir uns woanders unterhalten? Kann grad nicht, sorry. Natürlich. Wenn Sie es sich anders überlegt haben, kommen Sie bitte wieder. Ist mir zu blöd hier mit den anderen Leuten, die immer einen Kommentar haben. Aber ich hasse das, ne? Wenn du irgendwo stehst. Wie letztes Wochenende, wo ich in Berlin war, dann stehst du halt an der Hotelrezeption und musst halt warten, weil die gerade keine Zimmer fertig haben. Und hinter dir stehen die ganzen Leute und hören dir die ganze Zeit zu, was du mit den Rezeptionisten besprichst. Ich hasse sowas. Okay, jetzt haben wir noch ein bisschen Geld bekommen. Beschäftige dich anderweitig, bis das Auto repariert ist. Was verpasse ich hier die ganze Zeit? Achso, weil wir jetzt ja, wir haben ja eine Ausgleichszahlung bekommen. Eine Belohnung abholen. Das machen wir. Das hat das Problem daran, wenn man jetzt wie ich zum Beispiel gerade in dem Spiel nicht eine Aufgabe nach der nächsten macht, sondern alle durcheinander. Man hat irgendwie dann nicht mehr so den Überblick. Aber dafür hat das Spiel ja eine schöne Übersicht. Falsch abgebogen. War ich hier nicht erst schon mal? Ich erst schon mal. Du Arschloch! Wieso ist der Luft so viel Scheiße? Bleib zum Vorstehen! Aber hier war ich noch nicht. Schade. Darf hier nicht mitzocken. Wenn das nicht wie ist in meinem bescheidenen Domizil. Wakako, endlich trifft man sich mal. Dein Rock leuchtet. Also, warum bist du hier? Aus reiner Neugier. Wie viele Ehemänner hattest du nochmal? 5. Alle vor ihrer Zeit von uns gegangen. Eine Tragödie. Keine Angst, dass es dich auch trifft? Ich muss doch für meine 9 Söhne leben. Bin mir sicher, niemand kennt Westbrook so gut wie du. Meine Männer kannten Westbrook. Jeder Einzelne ein hohes Tier bei den Tiger Claws. Ihnen gehörte Japantown. Was haben sie so gemacht? Das, womit man die meisten Eddies und die meiste Macht verdient. Sex und Schwarzmarkt-Tech verkaufen. Wir haben eine offene Rechnung. Du erinnerst dich an Sandra Dorsett? Ich vergesse solche Dinge nicht wie. Warum leuchten ihre Augen?
Und dazu ein nennenswerter Bonus. Such dir einen Ripperton. Der macht dir einen Dermalabdruck für die Smart Gun-Kompatibilität. Eine Spezialität der Tiger Claws. Hm. Smart Gun? Das ist cool. Da habe ich nämlich immer schon was drüber gelesen in verschiedenen Waffenbeschreibungen. Vermutlich genauso aus Versehen wie die Leute. Ja, die sind alle gestolpert, ihre 5 Ehemänner. Das ist einfach blöd gelaufen. Okay, wir gehen jetzt wieder zu einem anderen Ripper Dog. Doch, da ist mein Motorrad. Ich kann sagen, wo ist mein Motorrad? Ich habe mich festgefahren.